starker Beginn von RB Leipzig bei den unter Neutrainer Taifan Korkut noch ungeschlagenen Stuttgartern, viel Tempo über Außen, immer wieder scharfe Querpässe in den schwäbischen Strafraum. Bereits in den ersten 10 Minuten hatten Gäste mehrfach Chance zur Führung. Doch vor allem dank Holger Badstuber hielt VfB-Defensive zunächst stand. Nach temporeichem Beginn flaute Partie nach rund 20 Minuten ab. Teams schalteten in den Abtastmodus. Vor allem Leipzig zog sich weiter zurück und lauerte auf Konter. Der VfB war nur bei Standards gefährlich. So kultiviert das Spiel begonnen hatte, so emotional wurde es plötzlich. Ein paar harte Zweikämpfe im Mittelfeld ohne gelbe Karten oder böse Absichten reichten aus, um Stimmung komplett zu kippen. Wütende Pfiffe der Zuschauer und Fouls am Fließband bestimmten jetzt das Geschehen. Der Ex-Stuttgarter Timo Werner wurde bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen, obwohl er in keine strittige Situation involviert war. Von Fußball war nur noch wenig zu sehen. Stuttgart, Leipzig, Getty Images. Kurz vor der Pause wurde dann für einige Minuten tatsächlich nochmal gespielt statt diskutiert, das reichte allerdings nicht für nennenswerte Offensivaktionen. Mit 0:0 ging es in Kabine. Nach Wiederanpfiff ging es glücklicherweise verstärkt um Sport. Schiedsrichter Tobias Dieler, der oft deeskalierend eingriff, dennoch konsequent Fouls ahndete, jedoch nicht durch überzogenen Einsatz gelber Kartenstimmung noch anheizte, machte das ganz stark. Ralf Hasenhüttl hatte zur zweiten Hälfte bereits Bruma eingewechselt, kurz darauf kam Emil Forsberg zur Stärkung der Offensive hinzu. 64. Rund 10 Minuten vor Schluss brachte Hasenhüttl mit John Kevin Augustin den nächsten Stürmer, 77. Doch auch er konnte an der Torflaute nichts ändern. Stuttgart und Leipzig trennen sich 0:0, Korkut bleibt weiter ungeschlagen, RB konzentriert sich auf Zenit St. Petersburg am Donnerstag. Die Stimmen zum Spiel, Holger Badstuber, VfB Stuttgart, zu 0 zu spielen ist immer gut, RB ist immerhin ein Champions-League-Teilnehmer. Wir hätten den Punch machen können, Leipzig hatte aber auch gute Chancen, daher können wir mit dem Punkt zufrieden sein. Wir sind noch nicht so weit, dass wir gegen so einen Gegner groß aufkombinieren. Der Abstiegskampf ist erst vorbei, wenn wir rechnerisch durch sind. Zu den Gerüchten um Lazio Rom kann ich jetzt nicht sagen, ich konzentriere mich auf C-Saison, Taifan Korkut, Trainer VfB Stuttgart, es ist ein guter Punkt für uns, es hätte auch mehr werden können. Taktisch war das Spiel auf höchstem Niveau. Der Weg ist jetzt kürzer zum Klassenerhalt, aber wir müssen noch Punkte holen, um sicher zu sein. Timo Werner, RB Leipzig. Es war schön, wieder hier nach Hause zu kommen, ich habe viele alte Gesichter gesehen. In der 45. Minute wollte ich an Sila vorbeispitzeln, erwische den Ball aber nicht richtig. Wir müssen sehen, dass wir vor allem unsere Heimspiele wieder gewinnen. Bezüglich der Bayern-Gerüchte, ich habe Vertrag bis 2020 und bleibe auf jeden Fall nächstes Jahr noch in Leipzig. Ralf Hasenhüttl, Trainer RB Leipzig. Die beiden Mannschaften haben sich neutralisiert, es war Kampf, betont großen Aktionen vor dem Tor waren Mangelware. Unser Hauptaugenmerk lag auf der Null. Dafür haben wir mehr Energie aufgewendet als nach vorne. Da war es nicht sehr inspirierend. Wir liegen 2 Punkte hinter einem direkten Champions-League-Platz, Reise bis dahin ist noch weit, wir werden das Maximum rausholen. Der Tweet zum Spiel, erst zu Saisonbeginn von Sporting Lissabon ausgeliehen, erlitt Carlos Mane im Januar einen Sehnenriss im Oberschenkel und fällt bis Saisonende aus. Der Stuttgarter Offensivmann feierte am Sonntag seinen 24. Geburtstag, wahrscheinlich ein schwacher Trost. Das fiel auf Gift und Galle. In der Anfangsviertelstunde sahen Fans ein ansprechendes, schnelles Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten und Vorteilen für RB. Eine Reihe von Zweikämpfen rund um 30. Minute, wohlgemerkt ohne gelbe Karten oder ernsthafte Verletzungen, reichte aus, das Publikum in Rage zu versetzen. Jetzt wurde nur noch gepfiffen, besonders Werner war Gegenstand der Fan-Aversionen. Diese Stimmung schien sich auf Spieler zu übertragen und verschlechterte das Niveau dramatisch. Wer in